Hey und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Thomas und heute zeige ich euch, wie ihr den Azure AD Connect installiert. Dieses Video ist Teil unserer Reihe zum Thema Hybrid-Identität. Wenn euch Themen wie dieses interessieren, dann abonniert gleich unseren Kanal, um zukünftige Episoden nicht zu verpassen. Im letzten Video haben wir uns angesehen, wie ihr eure Umgebung auf die Azure AD Connect Installation vorbereiten könnt. Heute zeige ich euch, wie ihr den AAD Connect in der grundlegenden Konfiguration installiert. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, würde ich euch empfehlen, mit dem zu starten. Da geht es unter anderem auch um die Voraussetzungen ins Betriebssystem und euer AD. Wir starten auf einem blanken Server, aber ihr könnt auch einen Bestandsserver verwenden. Wichtig ist nur, dass er den Voraussetzungen entspricht. Für die Standardinstallation des Connects braucht ihr zwei Benutzer mit relativ weitreichenden Berechtigungen. Empfohlen wird dabei in der Cloud ein globaler Administrator bzw. Hybrid-Identitätsadministrator und on-premises ein Organisationsadministrator. Achtung, Domain-Admin reicht nicht. Theoretisch könntet ihr euch die nötigen Berechtigungen in der eigenen Rolle zusammenstellen, ihr macht es euch aber deutlich einfacher, wenn ihr einfach die eben angesprochenen Rollen zugewiesen habt. Das ist auch kein Sicherheitsrisiko, da die beiden User nur für die erste Installation hergenommen werden. Zuerst müssen wir uns natürlich den Azure AD Connect Installer besorgen. Die aktuellste Version findet ihr immer unter aka.ms/adconnect. Wichtig, nicht /aadconnect. Die ladet ihr dann einfach runter und legt sie auf euren Server ab. Dann könnt ihr sie direkt ausführen und wir legen los. Am Anfang natürlich wie immer License Terms lesen und verstehen oder einfach zustimmen. Nach Continue haben wir die Auswahl, ob wir Express-Einstellungen verwenden möchten oder den benutzerdefinierten Weg einschlagen. Die Express-Settings sind zwar grundsätzlich sinnvoll, aber ich zeige euch heute die benutzerdefinierte Installation. Da haben wir ein paar mehr Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen. Bei den Express-Settings kann man nur den Forest anbinden, in dem der AAD Connect-Server gejoined ist. Außerdem wird Kennwort-Hash-Synchronisierung aktiviert und der erste Sync dann direkt gestartet. Warum das vielleicht keine gute Idee ist, darauf kommen wir später noch. Also, Benutzer definiert. Wir starten über den Customize-Button. Hier habt ihr dann ein paar Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem könnt ihr einen bestehenden SQL-Server für die AAD Connect-Datenbank angeben. Das macht dann Sinn, wenn ihr eine größere lokale Umgebung habt. Im Standard installiert der AAD Connect eine SQL-Server 2019 Express Local DB-Instanz. Die hat ein 10 GB Limit, was für um die 100.000 AD-Objekte reicht. Wenn ihr mehr Objekte habt, braucht es unbedingt einen richtigen SQL-Server. Außerdem könnte man einen eigenen Service-Account für den Synchronisierungsdienst nutzen. Das braucht es im Speziellen dann, wenn man einen eigenen SQL-Server hernimmt oder wenn man zum Beispiel einen Webproxy hat, der eine Authentifizierung erzwingt. Falls das nicht der Fall ist, rate ich euch, den automatisch vom Wizard erstellten virtuellen Service-Account zu nutzen. Da müsst ihr euch nicht um Kennwörter, Berechtigungen oder Ähnliches kümmern. Interessant ist auch noch der letzte Punkt. Darüber könnt ihr bestehende Synchronisierungseinstellungen von einem alten AAD Connect-Server importieren. Das kann man unter anderem für eine Migration von einem anderen Server oder von einer älteren AAD Connect V1 Installation gut gebrauchen. Im Standard sind uns diese ganzen Settings aber egal und es geht einfach mit Install los. Da werden jetzt nach und nach diese ganzen nötigen Features und Funktionen installiert. Das dauert ein bisschen, nicht nervös werden. Als nächstes müssen wir uns dann entscheiden, wie sich unsere User einloggen sollen. Was genau die verschiedenen Login-Methoden sind und wie sie funktionieren, erkläre ich euch im ersten Video dieser Reihe. Wir verlinken euch das in der Infobox da oben. Ich empfehle immer die Kennwort-Hash-Synchronisierung, weil die optimale Kombi aus Ausfallsicherheit und Benutzererfahrung bietet. Außerdem können wir uns an dieser Stelle entscheiden, ob wir Single Sign-On nutzen möchten. Über Single Sign-On kann einfach gesagt die Anmeldung am lokalen PC mit den Domain-Zugangsdaten genutzt werden, um die synchronisierten Benutzer automatisch an Cloud-Diensten einzuloggen. Das heißt, damit erspart ihr euren Usern viele unnötige Kennwortabfragen. Deshalb schalten wir das hier auch einfach ein. Jetzt müsst ihr euch mit eurem Azure AD Admin einloggen. Dafür gebt ihr hier eure Zugangsdaten ein. Und zwar nicht nur einmal, das wäre zu einfach, sondern gleich zweimal. Dann noch den zweiten Faktor bestätigen und schon kann es weitergehen. Falls ihr mit eurem Admin-Account auf einen passwortlosen Login, zum Beispiel über Smartcard oder die Authenticator-App setzt, werdet ihr an der Stelle nicht weiterkommen. Dann müsst ihr den AAD Connect Wizard nochmal beenden und über die CMD mit dem Schalter /interactive-auth starten. Dann kommt hier direkt die Modern-Out-Abfrage. Um jetzt euer ADDS verbinden zu können, braucht ihr den Forest-Namen und einen Account mit entsprechenden Berechtigungen. Der Forest, in dem euer Server ist, wird immer vorausgewählt. Ich klicke auf Add Directory und dann kommt die Abfrage, ob ich einen bestehenden Account für die Synchronisierung verwenden möchte oder einen neuen anlegen will. Wenn ihr da einen bestehenden verwenden wollt, verlinken wir euch unten in den Artikel, welche Berechtigungen dieser Account braucht. Ich lasse in der Regel immer einen neuen AD-Account erstellen,
Dafür braucht es einen User mit Organisations-Admin-Rechten. Es kann sein, dass das Fenster bei euch nicht komplett angezeigt wird, weil der AD Connect nur mit ganz speziellen Auflösungen richtig angezeigt wird und dynamische Fenstergrößen oder Scrollleisten irgendwie schwarze Magie sind. Das Problem existiert seit Jahren und vielleicht wird es irgendwann mal gefixt. Falls es jetzt bei euch der Fall ist, gebt ihr ins obere Feld den Benutzernamen ein und springt dann mit Tab ins unsichtbare Feld unten und da dann blind das Kennwort eingeben und auf OK klicken. Im nächsten Schritt geben wir an, wie die Benutzernamen der Cloud-Benutzer aussehen sollen, beziehungsweise aus welchem lokalen Attribut dieser zusammengebaut wird. Das Standardattribut ist da immer User Principal Name, was auch sinnvoll ist. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie ihr über das Tool IDFix herausfinden könnt, ob das bei euch so funktioniert. Solltet ihr ein anderes Attribut verwenden müssen, könnt ihr das über das Dropdown auswählen. Wenn ihr ein anderes Attribut verwendet, muss dieses dem Format einer Mailadresse entsprechen, also irgendwas @domain.tld. Lasst euch übrigens nicht irritieren, wenn oben in der Tabelle bei einigen Domains steht, dass sie nicht hinzugefügt oder verifiziert wurden. Wichtig ist nur, dass die Domäne, die eure Benutzer als UPN-Suffix haben, verifiziert ist. Wenn ihr das überprüft habt, könnt ihr unten den Haken setzen und weitermachen. Im nächsten Schritt können wir dann auswählen, welche OUs wir synchronisieren möchten. Im Standard ist alle Domains und OUs ausgewählt. Davon rate ich aber ab. Wenn ihr das macht, werden alle User und Gruppen synchronisiert, inklusive Service-Accounts etc. Ich schränke das immer gern ein, sodass nur die OUs ausgewählt werden, die ich wirklich mitnehmen will. Wenn ihr eine Top-Level-OU anhakt, werden neue OUs, die darunter erstellt werden, automatisch in den Sync aufgenommen. Achtet aber darauf, dass die Synchronisierung auf den Distinguished Name der ausgewählten OU filtert. Wenn ihr die OU irgendwann umbenennt, fällt diese aus dem Filter raus und die Objekte darin werden aus dem Azure AD gelöscht. Das passiert nicht sofort, sondern nur, wenn ihr einen neuen Initial-Sync anstartet. Bei jedem Initial-Sync wird der Sync-Scope neu evaluiert. Das geht unter anderem über die PowerShell. Jetzt geht es darum, wie der Connect On-Premises-Benutzer eindeutig identifizieren kann. Das einfachste Szenario ist es, wenn ein User nur einmal über alle verbundenen Forests existiert. Das ist dann garantiert der Fall, wenn ihr in den Schritten davor nur einen Forest angebunden habt. In dem Fall, dass ein Benutzer in mehreren Forests existiert, weil zum Beispiel ein Galsync aktiv ist, gibt es die unteren Punkte. Dabei kann festgelegt werden, wie genau erkannt wird, dass zwei Objekte zusammengehören. Das vertiefen wir mal in einem anderen Video. Da der AD Connect irgendwie identifizieren muss, welche synchronisierten Cloud-Benutzer und welche On-Premises-Benutzer zusammengehören, braucht es den sogenannten Source Anchor oder Quellanker. Aufgrund dieses Attributs werden die beiden Objekte verknüpft. Sollte euer AAD Connect mal nicht mehr funktionieren und ihr müsst ihn komplett neu installieren, wird mit Hilfe dieser Attribute dann die Verknüpfung automatisch wiederhergestellt. Entweder kann Azure den Quellanker verwalten oder ihr sucht euch selbst ein Attribut aus. Außer in ganz speziellen Sonderfällen ist es immer schlauer, das vom Azure verwalten zu lassen. Im Standard wird beim lokalen AD-Objekt der Wert MSDS Consistency GUID hergenommen. Da in das Attribut vom AAD Connect ein Wert geschrieben werden muss, funktioniert das nur, wenn das Attribut in eurer Umgebung noch nicht in Verwendung ist. Typischerweise wäre das Attribut nicht null, wenn schon mal ein AAD Connect zu einem anderen Tenant installiert war, der dann nicht sauber deinstalliert wurde. Falls bei euch das MSDS Consistency GUID Attribut nicht verwendet werden kann, dann wird einfach der Wert vom Attribut Object GUID verwendet. Die Info, welches Attribut der Quellanker ist, wird anschließend in eurem Azure AD Tenant hinterlegt, damit bei einer Neuinstallation das gleiche wiederverwendet wird. Im nächsten Fenster kann theoretisch ein Filter aufgrund von Gruppenmitgliedschaften eingestellt werden. Also quasi synchronisierte Benutzer nur, wenn sie Mitglied in der Sicherheitsgruppe sind. Das Feature ist nur für kleine Pilotstellungen gedacht und nicht für produktive Umgebungen. Es gibt viel, viel schönere Möglichkeiten, die zu synchronisierenden Objekte zu filtern. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Wir verlinken euch das hier oben, sobald es dann da ist. Was wir bei den optionalen Features auswählen können, hängt von unserer Umgebung ab. Reden wir ganz kurz über die einzelnen Punkte. Wenn euch nicht auf Anhieb klar ist, was ein Punkt macht, könnt ihr ihn vermutlich ignorieren. Die meisten davon braucht man relativ selten. Exchange Hybrid Deployment oder Exchange Hybrid Bereitstellung ist für die Koexistenz zwischen einem On-Premises Exchange und einem Exchange Online da. Das sorgt dafür, dass ein bestimmter Satz von Exchange Attributen aus dem Azure AD in euer lokales AD zurückgeschrieben werden. Unter anderem könnt ihr damit Exchange Online Postfächern Send-on-Behalf-Rechte auf On-Premises Postfächer geben. Den Haken dürft ihr nicht mit der Exchange-Hybrid-Bereitstellung über den Hybrid-Configuration-Wizard verwechseln. Das hier ist nur zusätzlich zur richtigen Hybrid-Bereitstellung. Über Exchange-Mail-Public-Folders könnt ihr Mail-Enabled-Public-Folder-Objekte ins Azure AD synchronisieren. Das ist eventuell für den Mail-Transport oder für die Kontaktpflege notwendig.
Mit Azure AD App and Attribute Filtering kann eingestellt werden, welche Attribute nicht ins Azure AD synchronisiert werden sollen. Dafür muss es aber wirklich einen speziellen Grund geben, meistens wird das nicht eingeschränkt. PHS ist sowieso aktiviert, das haben wir ganz am Anfang schon eingestellt. Aber Password Writeback ist noch spannend. Wenn ihr den Haken setzt, können eure User in dem Microsoft 365 Portal ihr Kennwort ändern und es wird nach On-Premises zurückgeschrieben. Das heißt, sie können dann über den Browser das Kennwort für die lokale Domäne ändern. In Verbindung mit dem Self-Service Password Reset ist das wirklich sehr stark. Ein Video zum SSPR verlinken wir euch auch in der Infobox. Group und Device Writeback ist dafür da, Geräte und M365-Gruppen aus dem Azure AD ins lokale AD zurückzuschreiben. Dafür muss es aber schon sehr gute Gründe geben, die ganze Funktion ist eine ziemliche Krücke. Das braucht es allerdings beides nur für sehr spezielle Anmeldeszenarien, die ich in freier Wildbahn aber auch noch nie angetroffen habe. Der letzte Punkt ist dafür noch ein bisschen spannender. Mit dem Directory Extension Attribute Sync könnt ihr zusätzliche AD-Attribute in euer Azure AD raus synchronisieren. Wenn ihr irgendwelche speziellen Attribute gepflegt habt, die vom AAD normal nicht unterstützt werden, könnt ihr diese mit angeben und dann im Azure AD zum Beispiel für dynamische Gruppenmitgliedschaften nutzen. Falls ihr vorhin den Haken für Single Sign-On gesetzt habt, müsst ihr hier nochmal eure On-Premises-Zugangsdaten eingeben. Die werden dann nur dafür verwendet, einen lokalen Dummy-Computer-Account im AD zu erstellen. Der landet in eurer Standard-Computer-UU und heißt Azure AD SSO ACK. Dieser Account ist beim Single Sign-On-Prozess dafür da, dass ein Kerberos-Ticket für die Anmeldung erstellt werden kann. Wie genau Single Sign-On funktioniert, würde den Rahmen des Videos heute komplett sprengen, aber dazu kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Da zeigen wir euch dann, was bei der Einrichtung sonst noch zu beachten ist und woran es liegt, wenn was nicht funktioniert. Ganz am Schluss schließen wir über Install ab. Erst jetzt wird auch was in die Konfiguration zurückgeschrieben. Wenn der obere Haken gesetzt ist, dann startet die initiale Synchronisierung sofort. Um zu überprüfen, ob die Synchronisierung läuft, startet ihr das Tool Azure AD Connect Synchronization Service als Admin. Hier seht ihr dann auch noch, dass das MSDS Consistency GUID Attribut als Quellanker verwendet wurde. Um zu prüfen, ob die Synchronisierung läuft, startet ihr das Tool Synchronization Service im Azure AD Connect Ordner einfach als Admin. Da seht ihr dann 6 Zeilen. 6 Zeilen entsprechen immer einem Synchronisierungszyklus. Von unten aus gelesen in den ersten beiden Zeilen werden die Daten aus eurem On-Premises AD und aus dem Azure AD in die lokale Datenbank des AAD Connect geladen. Die Datenbank nennt sich übrigens Metaverse. In den nächsten beiden Schritten werden die Daten dann miteinander abgeglichen und in den oberen beiden Zeilen werden die Daten dann jeweils wieder in die jeweiligen Directories zurückgeschrieben. Wenn wir dann die 2. Zeile von oben schauen, da sehen wir den Schreibprozess ins Azure AD. Dort sollten wir dann, wenn alles geklappt hat, einige Adds sehen. Das bedeutet, dass neue Objekte synchronisiert werden. Wenn wir draufklicken, sehen wir dann auch direkt, welche Objekte das sind. Hier erstmal nur die Distinguished Names in irgendeiner komischen Formatierung. Wenn wir dann auf dem Objekt hier doppelklicken, dann sehen wir wirklich, welcher Benutzer ist das. Wir sehen hier auf der linken Seite, was ist passiert. In dem Fall wurden alle Attribute neu hinzugefügt und hier neue Objekte, neue Attribute geschrieben. In dem Fall ist mein Benutzer der Hank Heilbutt und der wurde einwandfrei in mein Azure AD synchronisiert. Wenn ihr dann ins Entra-Portal wechselt, solltet ihr eure synchronisierten User dann direkt sehen. Der Wert On-Premises Sync Enabled zeigt an, wo der User herkommt. Übrigens, dieser On-Premises Directory Synchronization Service Account ist der Service Account, der am Ende tatsächlich dafür verantwortlich ist, die User aus dem lokalen AD in euer Azure AD zu schreiben. Das heißt, der sollte auch aus dem Conditional Access ausgenommen werden, weil sonst, wenn der Multifaktor braucht, funktioniert der Sync nicht. Ab jetzt läuft der Sync dann alle 30 Minuten. Das heißt, wenn ihr einen neuen User anlegt, müsst ihr gegebenenfalls kurz abwarten, bis er im AAD verfügbar ist. Oder ihr startet den Sync manuell, das zeige ich euch demnächst. Gibt es zum Thema AAD Connect was, was euch ganz besonders interessiert? Troubleshooting, eigene Synchronisierungsfilter erstellen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.